Das ist natürlich nicht einfach, aber erklärbar, denn die Eintracht hat viele, viele Leistungsträger über Wochen ersetzen müssen, teilweise gleichzeitig 4, 5, 6 Spieler. Das kann kein Verein, das kann auch Eintracht Frankfurt nicht, und deswegen ist die Situation im Moment halt ein bisschen bedrohlich, aber wenn die Leistungsträger zurückkommen, wenn ein Alex Meyer wieder dabei ist, wenn ein Pirmin Schwegler wieder über mehrere Wochen seinen Spielrhythmus hat, wenn Aigner wieder dabei ist, wenn Rode dabei ist, wenn Russ wieder dabei ist, um nur einige zu nennen, dann wird die Mannschaft wieder erfolgreich spielen. Dann werden sie auch wieder die Punkte einfahren, die Siege einfahren, die sie brauchen, um ins gesicherte Mittelfeld zu kommen.